Hallo Lisa, was machst du? Ich male ein bisschen was in mein Pferdebuch. Und was machst du? Mir ist gerade etwas langweilig. Das Pferd sieht schön aus. Ja, so eins hätte ich gern. Das wäre schön. Ich hätte auch gern ein Pferd, aber Mama und Papa erlauben es nicht. Meine Eltern auch nicht. Naja, ein Pferd ist eben auch teuer. Und man muss sich viel darum kümmern. Ist das Rosabella auf dem Pony? Oh nein, komm, wir verstecken uns. Zu spät, sie hat uns schon gesehen. Ach, hallo, was macht ihr denn hier? Hallo. Wir unterhalten uns und ich male Pferde. Ah, kann ich mal sehen? Sieht schön aus. Danke. Wollt ihr nicht wissen, was ich mache? Lass mich mal raten. Du reitest aus? Ja, mit meinem eigenen neuen Pony. Ich habe jetzt nämlich 2 Ponys. Toll, ich hätte auch gern ein Pony. Wenn du möchtest, kannst du ja morgen zu mir kommen. Dann können wir mit meinen beiden Ponys ausreiten. Ja, das kann ich machen. Da kann ich endlich mal wieder reiten. Tschüss. Ja, bis dann. Du gehst zu Rosabella? Ja, warum nicht? Du spielst ja auch manchmal mit Lara, Malte oder Lukas. Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn du dich mit anderen triffst. Aber mit Rosabella? Rosabella hat uns schon total oft geärgert. Schon vergessen? Sie kann sich ja vielleicht auch mal ändern. Gerade war sie doch ganz nett. Ich denke, es wäre nicht schlecht, mit ihr auszukommen. Immerhin sitze ich in der Schule neben ihr. Lisa, es gibt Abendessen. Kommst du? Ah, hallo Lena. Hallo. Ich muss rein. Bis morgen. Okay, tschüss. Am nächsten Tag. Dann bis später. Ja, bis dann. Ach ja, heute ist ja dein großer Ausritt mit Rosabellas Pony. Du kannst ja mal fragen, ob du auch mal ausreiten darfst. Ach nee, viel Spaß dann. Danke, tschüss. Hallo Lisa, komm rüber. Hallo, wow, gehört das alles euch? Ja, toll, oder? Du darfst auf Bella ausreiten und ich nehme Silvester. Prima, Bella, brav, ich bin Lisa. Ich hab dir sogar eine Möhre mitgebracht. Schau mal. Ich freue mich aufs Ausreiten. Dann nicht viel los. Ich mache ein Video von dir. Das kann ich dir nachher schicken. Okay. Wow, ouch. Oh nein. Was war denn das? Ich dachte, du kannst reiten. Was lachst du da so? Kann ich auch. Aber Bella kann mich wohl nicht leiden. Das sah so witzig aus. Und ich hab's auch noch gefilmt. Mann, ist das peinlich. Das löscht du aber bitte wieder. Klar, das lösche ich. Du bist ja jetzt meine Freundin. Ich kann ja später noch ein schönes Foto von dir machen. Wir probieren es nochmal. Ich halte Bella fest. Na, geht doch. Jetzt aber los. Du brauchst dringend mal neue Klamotten, Lisa. So kann man doch nicht herumlaufen. Nicht? Nein. Sollen wir nachher noch zusammen shoppen gehen? Ich kenne mich total gut aus mit Mode. Ich kann dich beraten, was dir steht. Lena kann das ja nicht. Die trägt ja selbst keine coolen Klamotten. Naja, okay. Und sie findet dich ja auch total hässlich. Was? Lena findet mich total hässlich? Klar, das hat sie allen erzählt. Es macht total Spaß, mit dem Fernglas herumzuschauen. Hast du schon etwas Verdächtiges gesehen? Nicht wirklich. Frau Stein ist mit ihrem Hund Fifi Gassi und Martin schneidet das Gebüsch. Bei der gelben Villa bewegt sich auch nichts. Ich sehe Lisa. Sie hat einen Reithelm auf. Hallo Lisa. Willst du mitspielen, Lisa? Wir sind Detektive. Hab keine Zeit. Ich gehe noch mit Rosabella shoppen. Oh. Na dann. Mit Rosabella? Komisch, oder? Am nächsten Morgen. Ich muss los, ich muss noch Lisa abholen. Ist gut, mach's gut, Lena. Tschüss. Tschüss, Mama. Oh, Lena, Lisa ist schon los. Schon los? Ich bin noch gar nicht spät dran. Okay, dann tschüss. Tschüss.
Aha, tatsächlich, da steht Lisa ja schon. Bei Rosabella mit neuen Klamotten. Was ist nur mit ihr los? Wieso will die denn nicht mehr mit mir zusammen in die Schule laufen? Ich hab ihr doch nichts getan. Was ist denn da so lustig? Rosabella hat ein Video gepostet, wie Lisa vom Pferd fällt. Zeig mal. Spinnt die? Und wie könnt ihr darüber lachen? Das hat Lisa sicher total wehgetan. Sowas postet man doch nicht. Stimmt eigentlich. Ich gehe schon mal ins Klassenzimmer. Okay. Habt ihr schon mein neues Video gesehen? Wie Lisa im hohen Bogen vom Pferd fällt. Das ist so lustig. Von wegen das Video gelöscht. Das ist doch Lisa, oder? Das Pferd hat sie abgeworfen. Sie hat es auch noch geteilt. Lisa. Lisa. Hast du gesehen, was Rosabella gepostet hat? Lisa, du bist doch da drin, oder? Du hattest recht. Rosabella ist total fies. Immer noch. Und du bist genauso fies. Hinter meinem Rücken über mich abzulästern. Das habe ich überhaupt nie getan. Wer behauptet das, Rosabella? Sie sagt, du findest mich total hässlich. So ein Blödsinn. Das habe ich niemals gesagt. Das musst du mir glauben. Die wollte dich nur gegen mich aufhetzen. Es tut mir leid. Schon okay. Man kann sich immer mal in jemandem täuschen. Am liebsten würde ich das Rosabella ja heimzahlen. Ach was, die ändert sich doch sowieso nicht. Sie wird es merken, dass man echte Freunde nicht so leicht auseinanderbringt. Ja. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.